Die USA sind das mächtigste kapitalistische Land der Welt. Sie haben seit dem Zweiten Weltkrieg die Vormachtstellung in der kapitalistischen Welt inne. Und es ist genauso das klassische Land des Antikommunismus. Doch die Krise des Kapitalismus ist auch an der Großmacht USA nicht unbemerkt vorbeigegangen. In den letzten Jahren haben wir massenhafte Bewegungen von Menschen gesehen, die immer mehr das System hinterfragt haben. Vor ungefähr 10 Jahren gab es die Occupy-Bewegung, wo tausende Menschen Plätze besetzt haben und den Slogan aufgestellt haben, wir sind die 99%. Insbesondere in den letzten 5 Jahren wurde das Hinterfragen des Kapitalismus immer stärker. Wir sahen, wie Bernie Sanders, ein Politiker, der sich selbst als Sozialist bezeichnet, massenhaft Jugendliche und Lohnabhängige hinter sich vereinigen konnte. Letztes Jahr, die Black Lives Matter-Bewegung, war ein massenhaftes Aufbegehren. Geschätzte 10% der gesamten US-Bevölkerung haben sich an Protesten beteiligt letzten Sommer. In der Jugend werden sozialistische oder sogar kommunistische Ideen immer beliebter. Zum Beispiel war 2015 das Wort Socialism das meistgesuchte Wort in der Suchmaschine Merriam-Webster. Und laut Umfragen finden weniger als die Hälfte der Millennials Kapitalismus gut. Im Umkehrschluss gibt es sogar ungefähr ein Drittel der Millennials, die sagen, Kommunismus ist eigentlich das bessere System als Kapitalismus. Das alles sind historisch bedeutsame Signale dafür, dass wir in eine neue Epoche eintreten. Auf der anderen Seite drückt sich die Polarisierung und der Hass auf das System auch auf sehr verzerrte und kontraproduktive Art und Weise darin aus, dass zum Beispiel der rechte Demagoge Trump zum Präsidenten wurde oder ähnliche Phänomene wie Bolsonaro in Brasilien. Während Trump ein lupenreiner Kapitalist ist, der einfach nur rassistische und sexistische Politik betreibt, konnte er eine nicht unbedeutende Schicht von Menschen für sich gewinnen, indem er sich als Anti-Establishment präsentiert hat und eben mit den Vorurteilen der Leute gespielt hat und diese auch absichtlich gepusht hat. Ja, das Ganze, die Regierung Trump hat die Polarisierung wieder noch weiter aufgeheizt, weil eine große Zahl von Menschen eben nicht bereit sind, rassistische und sexistische Politik einfach zu akzeptieren, sondern sie bekämpfen wollen. Doch weil es keine klassenkämpferische Führung, keine sozialistische Arbeiterpartei in den USA gibt und Bernie Sanders in den Demokraten immer geschasst wurde und die immer geschaut haben, dass er nirgends nominiert wird, mit, ich sage jetzt mal, undemokratischen Methoden, war es schlussendlich so, dass der einzige Gegenkandidat zu Trump Joe Biden wurde. Joe Biden selbst ist ein Vertreter der herrschenden Klasse, aber er gibt sich progressiv, fortschrittlich und bemüht, sich einen netten, fortschrittlichen Touch zu geben, indem er Vertreter und Vertreterinnen von Minderheiten, von Schwarzen, Latinos, LGBTIQ-Plus-Personen und so weiter in Regierungsämter holt. Damit erfüllt sein Kabinett, wenn man es identitätspolitisch betrachtet, eigentlich fast alle Kategorien von Unterdrückung, die in seinem Kabinett repräsentiert sind. Die Regierung Biden wird daher von den Medien als das diverseste Kabinett der Geschichte gefeiert. Viele Menschen haben auch ein bisschen die Hoffnung, dass es zumindest als geringeres Übel ein bisschen besser ist als Trump. Wir werden uns in dem Workshop jetzt zunächst die einzelnen Regierungsmitglieder und Verantwortlichen anschauen und ihre Hintergründe. Und dann möchte ich daraus ableiten, ich glaube, aus diesen einzelnen Vertretern, Vertreterinnen und ihren Hintergründen sieht man ganz gut, was die Rolle der Identitätspolitik ist. Danach möchte ich noch mal genau darauf eingehen, wie man Identitätspolitik definieren kann, was Identitätspolitik eigentlich ausmacht und warum die Identitätspolitik sowohl eine andere Analyse vom Status quo hat als der Marxismus, also eine andere Analyse, wie es zu den verschiedenen Unterdrückungsformen kommt als der Marxismus, als auch
hat die Identitätspolitik folglich verschiedene Methoden im Kampf gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und andere Formen der Unterdrückung als die Methoden, die wir Marxistinnen und Marxisten vorschlagen würden. In weiterer Folge möchte ich darlegen, dass die Ideen und Methoden der Identitätspolitik tatsächlich bei genauerem Hinsehen das kapitalistische System stützen und damit eigentlich den Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung blockieren. Wie schon oben gesagt, die Mainstream-Medien feiern das Kabinett Biden als das diverseste der Geschichte. Es gibt mehr Frauen, People of Color und Vertreter anderer unterdrückter Gruppen als je zuvor in einem Regierungsamt. Hier nur ein kleines Beispiel. Folgende Regierungsmitglieder sind jeweils die ersten People of Color, Frauen oder LGBTIQ-Plus-Leute in ihren jeweiligen Funktionen. Lloyd Austin III als Verteidigungsminister, Alejandro Mayorkas, das Ministerium für Innere Sicherheit, Pete Buttigieg im Transportministerium, Cecilia Rose als Chefin des Rats für Wirtschaftsberatung. Ebenso gibt es noch weitere Kandidaten, Kandidatinnen, die noch nicht vom Senat bestätigt wurden. Etwa Deb Haaland als Innenministerin, Javier Becerra als Minister für Gesundheitspflege und soziale Dienste oder die Handelsbeauftragte Catherine Tai. Ja, wir schauen uns jetzt einige dieser Leute persönlich an. Ich werde beginnen mit Avril Haines. Sie war ehemalige stellvertretende CIA-Chefin und jetzt ist sie die erste Frau an der Spitze des Geheimdienstes. Sie war verantwortlich unter anderem für Obamas Drohnenangriffe, die in armen Ländern tausende Menschen getötet haben. Hier spielte offenbar das Geschlecht der Opfer keine wirkliche Rolle. Wikipedia sagt Folgendes über Avril Haines soziale Herkunft. Haines wuchs in einer reichen Familie in der Upper East Side von Manhattan, New York auf. Ihr Vater, Thomas Haines, ein Multimillionär, war ein Biochemiker und Professor an der Rockefeller University sowie Mitbegründer der City University of New York. Der nächste wäre Alejandro Mayorkas. Er ist der erste Latino an der Spitze des Department of Homeland Security. Das heißt, seine Hauptverantwortung liegt in der Bekämpfung illegaler Einwanderung. Das heißt, er ist damit mitverantwortlich für die Abschiebung von Latinos und anderen illegal eingewanderten Immigranten, Immigrantinnen. Als Sekretär des Department of Homeland Security, was er 2013 bis 2016 war, hat er unter anderem Kinder einsperren lassen, die oder deren Eltern illegal eingewandert waren. Janet Yellen ist die erste Frau als Treasury Secretary. Sie kommt aus der Banking-Branche und nach der Krise von 2008 war sie mitbeteiligt daran, das Quantitative Easing-Programm zu erfinden, wo es, wie wir alle wissen, darum geht, dass der Staat Millionen oder Billionen eigentlich von Geld neu geschaffen hat und den Banken zugeschaltet hat, um die Banken zu retten. Währenddessen sind irgendwie ganz normale amerikanische Familien, die sich nie was zu Schulden kommen haben lassen, delogiert worden und ihre Häuser zwangsversteigert. Das ist in der Politik natürlich nicht wirklich angekommen. Man hat das Geld lieber den Banken gegeben. Linda Thomas-Greenfield, sie ist jetzt UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten. Sie ist Afroamerikanerin und arbeitete früher im State Department, wo sie natürlich auch amerikanischen Konzernen, vor allem Öl- und Bergbaukonzernen, geholfen hat, die Berechtigungen für die und Erleichterungen für die Ausplünderung der Ressourcen der ärmeren Länder zu bekommen. Die Vizepräsidentin Kamala Harris ist die erste Black American, Asian American und die erste Frau als Vizepräsidentin. Sie hat Karriere gemacht als Black Woman Prosecutor, also als Juristin, wo sie eben meist verarmte Leute ins Gefängnis gebracht hat. Dass diese meist verarmten Leute in sehr vielen Fällen Schwarze waren, versteht sich von selbst. Auch Kamala Harris stammt aus einer privilegierten Familie.
Der Vater war Wirtschaftsprofessor in Stanford und die Mutter eine bekannte Brustkrebsforscherin. Natürlich gibt es auch die klassischen weißen Männer in der Regierung Biden, so wie Biden selbst, die genau solche Karrieristen sind und mit allen Wassern gewaschene Mitglieder der herrschenden Klasse wie ihre schwarzen, weiblichen, Latino- und LGBTIQ-Plus-Counterparts. Also zum Beispiel Biden selbst wird Belästigung und Vergewaltigung vorgeworfen. Und er war in den 70er Jahren als Senator mitbeteiligt daran, Gesetze zu machen, die die Segregation im Schulsystem befördert haben. Das heißt, die Schwarze aus weißen Klassenzimmern ferngehalten haben. Außerdem war Biden ein Unterstützer des Irakkriegs und der Crime Bill von Clinton 1994, die massiv mehr Geld in Polizei und Gefängniswesen investiert hat. Die Crime Bill ist sozusagen mitverantwortlich dafür, dass es heute eine Epidemie von Polizeigewalt und eine Masseneinsperrung armer schwarzer Menschen gibt. Hinter der Fassade der Diversität vertritt die Regierung Biden beinharte Interessen des Kapitals und das ohne Rücksicht auf Verluste. Vielleicht ein paar weitere Beispiele, zum Beispiel der erste schwarze Verteidigungsminister, Lloyd Austin III. Er ist ein pensionierter General, aber er hat natürlich wie viele andere Regierungsmitglieder auch Connections zur Wirtschaft. So ist er zum Beispiel Aufsichtsratsmitglied des Waffenkonzerns Raytheon, der zum Beispiel den saudi-arabischen Staat mit Bomben versorgt, die die Saudis dann im Jemen gegen die Zivilbevölkerung einsetzen, wo es im Zuge eines Stellvertreterkrieges halt seit Jahren die Bevölkerung systematisch ausgehungert wird. Alle Regierungsmitglieder, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung und so weiter, haben eines gemeinsam, nämlich dass sie ausnahmslos aus der herrschenden Klasse kommen und deren Interessen vertreten. Die Demokraten, die Regierung, der ganze Staat sind eigentlich Institutionen, die in erster Linie der Aufrechterhaltung des Kapitalismus dienen. Das heißt, das diverseste Kabinett der Geschichte ist in einem vereinigt, nämlich dass sie dieselben Klasseninteressen vertreten. Und diese Klasseninteressen sind es auch, die schlussendlich die Aufhebung und einen richtigen Kampf gegen Unterdrückung unmöglich machen. Aus allen Beispielen, die wir bisher gesehen haben, geht hervor, dass die grundlegende Trennlinie der Interessen keine der Identität sein kann, sondern von Klassenlinien. Zum Beispiel ein Konzern wie Coca-Cola kann gerne Black Lives Matter twittern und Regenbogenfahnen auf seine Produkte geben, damit sich die besser verkaufen. Aber das ändert halt überhaupt nichts an der Art Politik des Konzerns, zu der auch gehört, dass Coca-Cola zum Beispiel in Ländern wie Kolumbien Paramilitärs dafür bezahlt, dass sie die Arbeiter, Arbeiterinnen in den Cola-Fabriken terrorisieren und gezielt Gewerkschaftsführerinnen und Gewerkschaftsführer ermorden lassen. Genauso kann eine schwarze Frau an der Spitze der WTO stehen, an der Spitze der Welthandelsorganisation, aber trotzdem ändert sich der Charakter dieser Organisation nicht. Nach wie vor ist die WTO hauptsächlich dafür da, die Länder der sogenannten Dritten Welt auszuplündern. Die herrschende Klasse hat historisch immer wieder einzelne Vertreter oder Vertreterinnen unterdrückter Gruppen in führende Positionen gebracht, aber nur damit sie dort die Interessen der herrschenden Klasse vertreten. Das Gleiche gilt teilweise für soziale Aufsteiger, dass man ein, zwei Leute aus ärmeren Familien nimmt, die aufsteigen lässt mit Ellenbogenmentalität und allem, was dazugehört, die über Leichen gehen lässt und dann als Symbol dafür hernimmt, dass es eh jeder schaffen kann. Das Gleiche betrifft halt die Vertreter der unterdrückten Gruppen, die in der Biden-Regierung sitzen. Das ist einfach zynische Symbolpolitik und hängt auch damit zusammen, dass nach der Massenbewegung rund um Black Lives Matter im letzten Sommer weite Teile der herrschenden Klasse unsicher waren und es notwendig fanden, symbolische Zugeständnisse an die Wut und Unzufriedenheit der Massen zu machen. Biden ist sozusagen eine Reaktion auf Donald Trump,
Trump war der reine Brutalo sozusagen, der kurzsichtig einfach nur bis zu seiner Nasenspitze die eigenen Interessen gesehen hat. Aber dadurch ist Trump immer Gefahr gelaufen, Unruhen zu provozieren. Und Biden ist sozusagen, wir haben uns alle lieb, Unity, die Reaktion darauf. Die soziale Ungleichheit in den USA ist nämlich so groß wie seit den 20er Jahren nicht. Biden hat gleichzeitig die Militär- und Polizeibudgets erhöht, obwohl letzten Sommer in Umfragen 80% der Amerikanerinnen und Amerikaner für Defunding Police waren und eigentlich lieber Geld für soziale Themen ausgegeben hätten als für Polizei und Polizeigewalt. Und Biden führt die konfrontative Außenpolitik gegen China und Russland weiter. Als Marxistinnen und Marxisten wissen wir, dass der Kampf gegen Unterdrückung immer verbunden ist mit dem Kampf gegen Kapitalismus. Unterdrückung hat im Kapitalismus die Funktion, die Arbeiterklasse zu spalten und die verschiedenen Schichten der Lohnabhängigen gegeneinander aufzubringen. Durch Sexismus, Rassismus, Homophobie und andere Unterdrückungsmechanismen werden verschiedene Teile der Massen gegeneinander aufgehetzt, sodass die Arbeiterklasse sich gegenseitig als Feind sieht und nicht die Kapitalistinnen und Kapitalisten. Sprich, die 99% sollen sich gegenseitig bekriegen, damit das obere 1% unhinterfragt profitieren kann. Unterdrückung ist aber auch profitabel für den Kapitalismus. Man muss nur an geringere Löhne für Frauen, Immigranten, Immigrantinnen denken. All das macht Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen. So können alle Löhne gesenkt werden und ja, nicht nur der Kapitalismus selbst, sondern auch alle Arten der sozialen Unterdrückung können folglich nur durch die Einheit der Arbeiterklasse bekämpft werden. Je mehr Einheit, desto schwieriger ist es zu spalten. Und je mehr Unterstützung eine Bewegung gegen Unterdrückung in der Arbeiterklasse und ihren Organisationen als Gesamtes hat und je mehr die Arbeiterklasse diesen Kampf gegen Unterdrückung aktiv führt und zu ihrem eigenen macht, je mehr die Bewegung es schafft, das System zu bedrohen, desto größere Zugeständnisse können errungen werden. Das ist deswegen so, weil die Arbeiterklasse im Kapitalismus eine spezifische Position hat. Die Arbeiterklasse hat eine Macht, die andere Gruppen der Gesellschaft nicht haben. Streiks bedeuten einen Profitverlust und treffen die Herrschenden dort, wo es ihnen wirklich wehtut. Ein Generalstreik kann ein ganzes Land lahmlegen und ein unbefristeter Generalstreik stellt potenziell die Machtfrage. Alle wirklichen Reformen in der Geschichte, seien es Sozialreformen oder Verbesserungen für Frauen oder andere unterdrückte Gruppen, waren meistens Nebenprodukte gescheiterter Revolutionen oder sie waren Produkte einfach zugespitzter Klassenkämpfe. So ist zum Beispiel das Frauenwahlrecht in vielen europäischen Ländern, stammt es aus der Periode nach dem Ersten Weltkrieg, als die herrschende Klasse gezwungen war, Zugeständnisse zu machen, weil sie die russische Revolution gesehen hatten und weil sie einfach Angst hatten, alles zu verlieren. Und deswegen waren sie bereit, Zugeständnisse zu machen. Wie hat sich also die Identitätspolitik historisch entwickelt? Und wie wurde sie so beliebt? Auch in den 1960er und 70er Jahren gab es, wie zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, große Klassenkämpfe. Es gab eine Reihe von Kämpfen, die das Potenzial hatten, den Kapitalismus zu stürzen. Man muss nur an den heißen Herbst in Italien 1969 denken, die spanische Revolution gegen die Franco-Diktatur, das Ende der Obristendiktatur in Griechenland 1974, die Nelkenrevolution in Portugal etc. Das waren alles Kämpfe, die potenziell den Kapitalismus überwinden hätten können, die aber keine revolutionäre Führung gefunden haben, weil die Massenparteien, die es in diesen Ländern gab, meistens stalinistische Parteien, nicht bereit waren, den Kapitalismus richtig zu überwinden. Gleichzeitig gab es in den 60er und 70er Jahren große Bewegungen für Frauenrechte, die Bewegung gegen den Vietnamkrieg. Also die Armee der USA in Vietnam ist de facto zerfallen und die Leute haben ihre eigenen, die einfachen Soldaten haben sich halt geweigert, gegen
die Vietnamesen zu kämpfen und zum Teil ihre eigenen Offiziere gefangen genommen. Also das war schon eine ziemlich arge Situation für die USA. Ja, Bewegung gegen den Vietnamkrieg, Frauenbewegung, Kämpfe der Schwarzen in den USA und Kämpfe für die Rechte von Homosexuellen, zum Beispiel die Stonewall Riots. Die sozialistischen und stalinistischen Massenparteien im Westen hatten aber kein Interesse daran, diese Kämpfe der verschiedenen unterdrückten Gruppen zu kanalisieren. Das war deswegen so, weil sie reformistisch degeneriert waren und weil sie sich eigentlich mit dem System abgefunden hatten und an den Kapitalismus angepasst. Da sie es aufgegeben hatten, den Kapitalismus zu überwinden, sind sie automatisch dorthin gekommen, dass sie sich auf verschiedene, meist besser gestellte Teile der Arbeiterklasse gestützt haben, die eher Illusionen in den Reformismus hatten. Und sie begannen selbst mit rassistischen, sexistischen und homophoben Vorurteilen zu spielen. Ja, daher war es in den 60er, 70er Jahren für die großen linken Parteien nicht möglich, mehr die Kämpfe der unterdrückten Gruppen zu kanalisieren. Viele von Unterdrückung Betroffene zogen daher den Schluss, dass sie eigene autonome Organisationen bräuchten. So zum Beispiel machten in den 60er, 70er Jahren viele Frauen in linken Organisationen die Erfahrung, dass die Anliegen von Frauen gering geschätzt wurden, dass ihre Probleme nicht ernst genommen wurden, dass sie selbst teilweise sexistisch behandelt wurden und sozusagen die Frauen sind fürs Kaffee kochen, während die Männer politisch diskutieren und dergleichen. Und natürlich war die Sowjetunion für viele auch kein Vorbild in Sachen Frauenbefreiung, obwohl es gewisse Fortschritte gegenüber dem Westen durchaus gab. Es sind folglich autonome, eigenständige Organisationen gegründet worden. Und später ist die Bewegung der 70er Jahre abgeflaut. Die meisten Leute, vor allem die mehrfach unterdrückten Schichten der Arbeiterklasse, haben sich aus den direkten Kämpfen und aus der Aktivität zurückgezogen. Übrig blieben autonome Organisationen von verschiedenen kleinen Anliegen, die meistens von Akademikern, Akademikerinnen dominiert wurden und diese Organisationen wurden immer mehr in den Staat eingebunden und stellen damit auch keine Gefahr mehr für den Kapitalismus dar. Ende der 80er und 90er Jahre wurde die Identitätspolitik richtig prominent. Das war eine Zeit, wo es eine Ebbe im Klassenkampf gab. Es ist die Zeit von Reagan und Thatcher. Und das Ende der Sowjetunion war einfach ein herber Rückschlag für die gesamte Linke und Arbeiterbewegung weltweit. Es gab diese Propaganda vom Ende der Geschichte und dem angeblichen Ende des Kommunismus. Und viele linke Akademikerinnen und Akademiker, die die Bewegung der 60er, 70er Jahre gesehen hatten, schlossen in den 90er Jahren, dass die Arbeiterklasse den Kapitalismus nicht besiegen könnte, und zogen daher pessimistische Schlussfolgerungen. In weiterer Folge wurden die meisten von ihnen zu Verteidigerinnen der Postmoderne. Die Postmoderne ihrerseits wurde benutzt, um den Marxismus gezielt anzugreifen, zur großen Freude der Bourgeoisie und in deren Sinne und vor allem die Unterstützung des Marxismus an den Unis zu zerstören. Von den Unis kamen die postmodernen Ideen zurück in die Arbeiterbewegung, auch das zur großen Freude der Bourgeoisie. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die linken Organisationen und Parteien in den 90er Jahren relativ leer und ohne wirkliche Aktivisten, Aktivistinnenbasis waren. Die Identitätspolitik beruht darauf, dass jeder Kampf gegen Unterdrückung durch die, die direkt an dieser Unterdrückung leiden, geführt werden muss. Das heißt, nur Frauen dürfen den Kampf gegen das Patriarchat anführen, nur Schwarze und Farbige gegen Rassismus auftreten, nur Transmenschen können wirklich gegen Transphobie auftreten. Das heißt, alle Kämpfe gegen Unterdrückung werden aufgesplittet in einzelne Teilkämpfe. Für die Identitätspolitik ist Unterdrückung auch eine eher eigene Struktur, unabhängig vom Kapitalismus. So wird meistens davon ausgegangen, dass die Frauenunterdrückung auf
dem Patriarchat, also auf einer männlichen Dominanzstruktur basiert, dass Rassismus auf White Privilege beruht, etc. Ein dominanter Trend in der Identitätspolitik ist es außerdem, dass man Unterdrückung hauptsächlich auf ideologischer Ebene anschaut und Unterdrückung als eine Reihe schlechter Ideen sieht. Oft wird es Normen genannt. Folglich müssen wir vor allem die Menschen und die Gesellschaft überzeugen, dass sie nicht so schlechte unterdrückerische Ideen haben sollen. Ja, der Marxismus nennt es Idealismus. Das heißt, man sieht Gesellschaft und Weltgeschehen als eine Folge von den Ideen, die die Leute haben. Ja, das ist philosophischer Idealismus. Der Marxismus aber geht vom genauen Gegenteil aus. Die dominanten Ideen in einer Gesellschaft sind geformt durch den Aufbau der Gesellschaft selbst. Folglich muss man die Gesellschaft verändern, um schlechte Ideen loswerden zu können. Der Marxismus erklärt auch die materielle gesellschaftliche Grundlage für die verschiedenen Formen der Unterdrückung. Zum Beispiel wurde Rassismus historisch geschaffen, um die Sklaverei und den Kolonialismus zu rechtfertigen. Heute existiert Rassismus immer noch, um imperialistische Ausbeutung, Kriege, niedrigere Löhne und dergleichen zu rechtfertigen und natürlich die Arbeiterklasse zu spalten. Die Frauenunterdrückung ist mit der Geburt der Klassengesellschaften entstanden. Der heutige Kapitalismus aber braucht die Frauenunterdrückung und unbezahlte Hausarbeit der Frauen ganz dringend. Und um das bürgerliche Familienbild, auf dem die Unterdrückung der Frau basiert, aufrechtzuerhalten, müssen vom Kapitalismus oder im Sinne des Kapitalismus auch alle anderen Lebens- und Beziehungsformen abgewertet werden, wie zum Beispiel Homosexualität. Das heißt, solange die wirtschaftliche Ungleichheit existiert, solange Frauen zum Beispiel geringere Löhne und geringere Pensionen haben, mehr Teilzeit arbeiten, unbezahlte Hausarbeit machen und so weiter und so fort, solange diese wirtschaftliche Ungleichheit existiert und die Gesellschaft auf der Familie beruht, solange werden Männer Macht über Frauen haben. Gewalt, Belästigung und sexistische Stereotype folgen daraus. Zum Beispiel ein multinationaler Konzern, der die dritte Welt ausbeutet, hört nicht einfach auf, Unterdrückung zu promoten, nur weil er eine schwarze CEO bekommt oder sich antirassistisch nennt. Man kann die Monopole nicht einfach überreden, aufzuhören, die sogenannte dritte Welt auszubeuten, sondern man muss die Monopole stürzen. Es geht nicht um Aufklärung, Überzeugung oder Bekämpfung falscher Ideen, sondern um die ganze Art und Weise, wie die Gesellschaft strukturiert und aufgebaut ist. Nur indem wir die materiellen Grundlagen der Unterdrückung beseitigen, schaffen wir die Basis dafür, dass auch Belästigung, Gewalt und ähnliche Phänomene für immer verschwinden können. Der Fokus auf Erziehung und öffentliche Meinung, den die Identitätspolitik hat, stellt es so dar, als ob jede weiße Arbeiterin, jeder weiße Arbeiter mit Schuld am Rassismus wäre. Jeder Mann schuld an der Frauenunterdrückung und so, als ob Heterosexuelle von Homophobie profitieren würden. Und als müsste man die Menschen sozusagen umerziehen, um die Gesellschaft zu verändern. Einen gemeinsamen Kampf aller Unterdrückten kann es in der Identitätspolitik eigentlich nicht geben. Im besten Fall können die meisten Leute nur Allies, sozusagen Verbündete, werden. Damit ist gemeint, dass ein Außenstehender, der eine Unterdrückung nicht direkt erlebt, maximal unterstützend tätig sein kann. Also zum Beispiel im Kampf gegen Rassismus darf eine weiße Person zwar vielleicht gerade noch sagen, dass sie gegen Rassismus ist, aber sie darf niemals die politischen Ideen einer schwarzen Person über Rassismus kritisieren oder in Frage stellen und eigentlich auch nicht wirklich Teil der Bewegung sein, sondern die Aufgabe der Weißen ist es in der Identitätspolitik hauptsächlich an sich selbst zu arbeiten und und ihre eigenen Privilegien zu checken. Check your privileges ist irgendwie ein ganz bekannter Ausspruch, weil man halt davon ausgeht, dass Weiße direkt an der Unterdrückung von Schwarzen schuld sind und davon profitieren. Ja, nach dieser Logik komme ich halt dorthin, dass die Mehrheit der Unterdrücker
eigentlich Arbeiter, Arbeiterinnen und Arme rund um die Welt sind. Es wird ein Kampf geschürt, Lohnabhängige gegen Lohnabhängige, Unterdrückte gegen Unterdrückte. Besser gestellte Schichten der Arbeiterklasse werden für das Leid der doppelt und mehrfach unterdrückten anderen Schichten verantwortlich gemacht. Anstatt zu erklären, dass der Kapitalismus schlussendlich ein Interesse an allen Formen der Unterdrückung hat, wird die Schuld jeweils denen gegeben, die von der Unterdrückung nicht betroffen sind. Damit entsteht eigentlich ein Zerrbild des Kapitalismus, weil die Bürgerlichen wollen, dass Arbeiter und Arbeiterinnen denken, dass sie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit profitieren. Die Bürgerlichen wollen, dass Männer denken, dass sie von Frauenunterdrückung profitieren. Sie wollen, dass Arbeiter, Arbeiterinnen gegeneinander aufgehetzt werden. Die Identitätspolitik verstärkt das, indem sie eigentlich das Gleiche in Grün sagen wie die Bürgerlichen. Es ist allerdings einfach nicht wahr, dass zum Beispiel ein Metallarbeiter besser verdient, weil eine Kindergärtnerin oder Krankenpflegerin schlechter verdient. Es ist nicht der Metallarbeiter, der den Lohn der Frauen im öffentlichen Sektor und im Sozial- und Gesundheitsbereich gering halten will, sondern es sind schlussendlich die Bürgerlichen, die mehr Profite und weniger Sozialausgaben wollen und die nicht bereit sind, daher den Frauen im Sozial- und Gesundheitsbereich höhere Löhne zu zahlen. Ja, jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass ein weißer Arbeiter, der am Abend nach Hause kommt und sich mit Bier vor den Fernseher setzt und die Chips und so weiter, dass der von der Hausarbeit seiner Frau profitiert. Vordergründig tut er das vielleicht sogar ein bisschen, aber die täglichen Vorurteile, die Vorteile, die vielleicht mancher weißer männlicher Arbeiter daraus zieht, dass er nicht doppelt und dreifach unterdrückt ist, ist nichts verglichen mit den Gewinnen, die sie hätten, wenn sie vereint mit Frauen, Schwarzen und so weiter kämpfen würden. Es geht eben nicht um einen Kampf von Allies für Spezialinteressen, sondern um einen gemeinsamen Kampf für gemeinsame Interessen. In letzter Instanz ist die Arbeiterklasse nur vereinstark. Das heißt, sie hat irgendwie ein grundlegendes Interesse, gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und all diese Spaltungsmechanismen zu kämpfen. Die Identitätspolitik wird gleichzeitig in der Arbeiterbewegung und in sozialen Bewegungen immer wieder dazu verwendet, um revolutionäre Elemente zurückzudrängen oder linkere Elemente, indem zum Beispiel in den sozialdemokratischen Organisationen oder Gewerkschaften Kandidaten, Kandidatinnen aus unterdrückten Gruppen als Alternative zu linken Kandidaten, Kandidatinnen dargestellt werden. Oder gesagt wird, dass Männer zu viel reden, sie werden als Sexisten, Rassisten bezeichnet und so weiter. Zum Beispiel in der Labour Party hat die Rechte falsche Vorwürfe des Antisemitismus verwendet, um die Linke und Corbyn anzugreifen. Weil die Identitätspolitik sagt, dass nur die Betroffenen selbst ihre eigene Unterdrückung definieren können, kann man auch deren Klagen über Rassismus und Sexismus schlussendlich nicht in Frage stellen. Das heißt in dem Fall, dass jemand politisch motiviert eine falsche Klage aufstellen würde, wie zum Beispiel diese Antisemitismus-Vorwürfe gegen Corbyn, kann die Linke oft sehr wenig dagegen machen. Linke Elemente in der Arbeiterbewegung sind oft sehr verwundbar gegen diese identitätspolitischen Angriffe, weil sie eben sehr damit beschäftigt sind, zu beweisen, dass sie selber die größten und besten Feministinnen, Intersektionalen und so weiter sind. Und deswegen ist die Linke oft sehr wehrlos gegen falsche Beschuldigungen und akzeptiert diese ohne Nachfragen. Es sollte aber immer das Programm, die Politik entscheidend dafür sein, ob ein Kandidat, eine Kandidatin aufgestellt wird oder nicht. Es kann nicht um Gender, Geschlecht, Sexualität, Hautfarbe und so weiter gehen. Und nur weil ich eine Unterdrückung selbst erlebt habe, heißt das nicht automatisch, dass ich besser weiß, wie man dagegen kämpft. Oder auch, dass ich das Recht hätte, die Führung einer Bewegung zu beanspruchen. Als Marxisten, Marxistinnen kämpfen wir eben nicht dafür, dass einzelne Vertreter oder Vertreterinnen unterdrückter Gruppen im kapitalistischen Staat Karriere machen können. Wir kämpfen nicht für die Repräsentanz von Unterdrückten durch einzelne Individuen,
sondern wir kämpfen für eine kommunistische Gesellschaft, in der es keine Ungleichheit und Unterdrückung mehr gibt. Wir sollten uns außerdem der philosophischen Grundlage der Identitätspolitik bewusst sein. Bei genauerem Hinsehen ist die Postmoderne in der Identitätspolitik omnipräsent. Überall ist die Postmoderne in der Identitätspolitik. Zum Beispiel in der Ablehnung der Möglichkeit, die reale, objektive Welt zu verstehen, in der Ablehnung einer großen Veränderung und großen, allumfassenden Theorien. Statt Revolution gibt es schlussendlich nur kleine Gruppen und individuellen Kampf gegen die Macht. Die Idee, dass nur ich meine eigene Unterdrückung, meine eigene Realität verstehen kann und sonst niemand, etc., das sind alles Versatzstücke der Postmoderne. Identitätspolitik zieht aber verständlicherweise heute radikalisierte Jugendliche und andere Menschen an, die angefressen sind und gegen Unterdrückung kämpfen wollen. Oft sind Jugendliche, die sich radikalisieren, kommen als erstes mit den Ideen der Identitätspolitik in Berührung. Die Identitätspolitik wirkt auf den ersten Blick radikal, vielleicht sogar revolutionär. Aber das ist eben nicht der Fall. Und Identitätspolitik ist schlussendlich auch kein gutes Werkzeug im Kampf gegen Unterdrückung. Die Identitätspolitik setzt das Hauptaugenmerk auf alle verschiedenen Unterdrückungen, auf individuelle Unterdrückungserfahrungen. Das heißt, es gibt einen individuellen Ausgangspunkt, keinen gesellschaftlichen. Aber der Kampf gegen Unterdrückung kann nicht individuell geführt werden. Die Identitätspolitik aber schaut alle verschiedenen Unterdrückungsmechanismen an. Und manche reden sogar von Klassismus als einer Art Unterdrückungsmechanismus. Also es hat vielleicht eh schon jeder gehört, so Race, Class, Gender, die heilige Dreifaltigkeit der Intersektionalen. Ja, aber wenn diese Leute von Klassismus reden, dann meinen sie überhaupt nicht das Gleiche wie der Marxismus. Für diese Leute ist Klassismus etwas, was im Diskurs existiert, etwas Ideelles, eine Abwertung von Arbeitern, wie über die Arbeiterklasse geredet wird, etc. Wir als Marxisten und Marxistinnen aber sehen Klassenunterdrückung in erster Linie in der ökonomischen Struktur der Gesellschaft verankert. Das heißt, die Unterdrückung der Arbeiterklasse ist anders als alle anderen Formen der Unterdrückung und geht auch durch diese anderen Unterdrückungsformen hindurch. Es gibt zum Beispiel schwarze Kapitalistinnen und schwarze Arbeiterinnen. Es gibt Frauen, die Kapitalistinnen sind, und es gibt Frauen, die lohnabhängig sind. Es gibt aber keinen Arbeiter und keine Arbeiterin, die gleichzeitig Kapitalist oder Kapitalistin wären. Die Arbeiterklasse ist nicht nur unterdrückt, sie ist ausgebeutet. Der Kapitalismus beruht darauf, Mehrwert aus den Lohnabhängigen herauszupressen und dadurch Profite zu machen. Marxisten und Marxistinnen glauben nicht, dass die Ausbeutung der Arbeiterklasse per se um so viel schlimmer ist als die Unterdrückung irgendeiner anderen unterdrückten Gruppe. Wenn wir sagen, dass die Klasse vorrangig und primär ist, dann heißt das nicht, dass wir die Unterdrückung von Leuten oder die psychologischen Folgen der Unterdrückung kleinreden wollen. Im Gegenteil. Es heißt nur, dass wir verstehen, dass die Situation der Arbeiterklasse im Kapitalismus die Herausbildung eines Klassenbewusstseins möglich macht. Und dieses kann, wenn es die Arbeiterklasse als Gesamtes oder einen großen Teil davon ergreift, eine revolutionäre Änderung der Gesellschaft herbeiführen. Das ist bei allen anderen unterdrückten Gruppen nicht der Fall. Deswegen ist Klasse als Kategorie wichtig, weil die Arbeiterklasse die Macht in ihren Händen hat, den Kapitalismus zu zerschlagen. Und nur die Zerschlagung des Kapitalismus kann die Basis legen für das Verschwinden aller anderen Formen der Unterdrückung. Das heißt, im Gegensatz zur Identitätspolitik, die sagt, dass nur die Betroffenen einer bestimmten Unterdrückung diese bekämpfen können, ist für uns entscheidend, dass, das sieht man auch in der Geschichte, alle sozialen Kämpfe haben sich schlussendlich entlang von Klassenlinien gespalten, weil auch die bürgerlichen Betroffenen von bestimmten Unterdrückungen nie den Kampf so weit führen wollen, dass er das System an sich gefährdet. Ganz einfach deswegen, weil sie dieselben Privilegien wie ihre nicht unterdrückten Klassenbrüder und Schwestern haben. Sobald einige Reformen durchgesetzt wurden, waren die bürgerlichen Individuen zufrieden. Eins der ersten historischen Beispiele dafür ist die englische Suffragettenbewegung. Unter normalen Bedingungen ist die Arbeiterklasse immer gespalten. Die herrschenden Ideen
einer Zeit sind immer nur die Ideen der herrschenden Klasse, wie es schon im kommunistischen Manifest steht. In Normalzeiten schaut jeder und jede auf sich selbst und auf die eigene Familie zuerst und jeder ist mit dem eigenen individuellen Überleben beschäftigt. Das aber ändert sich in Revolutionen. Revolution bedeutet, dass Millionen von Menschen zum ersten Mal auf die Straße gehen und sich zum ersten Mal politisch ausdrücken. Die Arbeiterklasse beginnt dabei, ihre gesellschaftliche Macht zu spüren. Durch die Selbstaktivität und den gemeinsamen Kampf aller Teile der Arbeiterklasse wird es außerdem zusehends schwieriger, Migrantinnen, Migranten, Homosexuelle, Frauen etc. gering zu schätzen, wenn man gleichzeitig mit ihnen Seite an Seite kämpft. Es wird schwierig zu sagen, eine Frau ist irgendwie schwach und unpolitisch, wenn sie dir als Mann im Barrikadenkampf gerade das Leben gerettet hat oder wenn sie schon vor dir auf der Straße und aktiv war. Und das sieht man im Endeffekt in allen Revolutionen in der Geschichte. Es reicht, an die Rolle der Frauen in der Pariser Kommune zu erinnern, die Frauen in der russischen Revolution, im spanischen Bürgerkrieg etc. Auch bei revolutionären Bewegungen der letzten Jahre war das so. Zum Beispiel 2011 in Ägypten. Auf dem Höhepunkt der Bewegung konnten die Frauen die ganze Nacht auf dem Tahrir Square in Kairo sein, ohne belästigt zu werden. Eine Frau hat damals zum Beispiel berichtet: Niemand sieht dich hier als Frau, niemand als Mann. Wir sind alle in unserem Wunsch nach Demokratie und Freiheit vereint. Vertreter und Vertreterinnen verfeindeter religiöser Gruppen schützten gegenseitig während der Demonstrationen die Gottesdienste der jeweils anderen Religion. Etwas Ähnliches hatten wir auch letztes Jahr im Sudan oder vorletztes Jahr im Sudan gesehen, wo ebenfalls Frauen in der ersten Reihe standen. Ja, zum Abschluss. Es gibt dieses berühmte Zitat von Alexandra Kollontai: Keine Befreiung der Frau ohne Sozialismus und kein Sozialismus ohne Befreiung der Frau. Ich möchte es im Sinne des heutigen Referatsthemas ausbauen. Es gibt keinen ernsthaften Kampf gegen alle Formen der sozialen Unterdrückung ohne Sturz des Kapitalismus. Umgekehrt aber kann es auch keinen Sturz des Kapitalismus geben ohne gleichzeitigen Kampf gegen alle Formen der sozialen Unterdrückung und Diskriminierung.